Liebe Freunde, ihr kennt mich. Ihr habt mich auch schon mal reden hören. Ich bin mehr so das Mittelalter-Kaliber, dafür aber Schlacht und Aufbau erfahren. Und warum ich jetzt für Europa kandidiere, nachdem wir gemeinsam 4 Jahre lang sehr hart dafür gefochten haben, in den Deutschen Bundestag zurückzukommen, mein Büro da gerade annähernd eingerichtet ist, das hat sechs gewichtige Gründe. Carlotta, Moritz, Jan, Marc, Jago und Stanis. Meine Zwillinge und meine 4 Beutekinder. Für Sie, für 6 wunderbare, großartige Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Talenten, mit ihren Träumen, mit ihren Potenzialen, in 5 Ländern, in 5 verschiedenen Ländern geboren, bis zu 3 verschiedene Pässe in ihren Rucksäcken, mit ihrer Vorliebe für Appleboy, Grachledernde und Freunden rund um die Welt. Für Sie möchte ich, genauso wie für jede und jeden in diesem Europa, ein starkes Europa, ein Europa, das Ihnen Chancen bietet, Selbstbestimmung und Zukunft bauen. Ein Europa der Innovation, des Forschens, der Wissenschaft, hervorragender Schulen, Hochschulen, Ausbildungseinrichtungen und Forschungseinrichtungen. Ein Europa, das sich erfolgreich dem internationalen Wettbewerb stellt. Ein Europa, das zusammenhält, das mit einer starken Stimme auftritt für ein liberales Europa, für offene Gesellschaften. Ein Europa, das ökonomisch, aber auch ökologisch zukunftsfähig ist. Und deshalb jetzt, liebe Freunde, Brüssel. Ich war schon mal dort, 3 Jahre lang. Das ist ein Moment her, aber es hat sich nicht allzu viel bewegt seitdem. Und genau das, liebe Freunde, möchte ich ändern. Wir müssen bei dieser Wahl den Mut zu Veränderungen haben. Wir müssen für Reformen, wir müssen für Neues in Brüssel und in Europa werben. Die Europäerinnen und Europäer, Sie können Europa wieder zum Leuchten bringen, mit Leidenschaft, aber auch mit Verstand und nicht nur mit Emotionen. Und mit dem Mut zu zeigen, dass es Europa besser kann. Wir dürfen nicht darauf warten, dass Europa etwas für uns tun kann. Wir müssen jetzt in dieser entscheidenden Wahl etwas für Europa tun, liebe Freunde. Und genau dafür bin ich bereit, jetzt im Wahlkampf und in den Jahren danach, in Brüssel, Straßburg und in Deutschland, in Europa, in allen Mitgliedstaaten, mit Herzblut, aber auch mit großer Ernsthaftigkeit, weil ich weiß, dass es heißt, dicke Bretter zu bohren, aber mit dem Willen dazu beizutragen, eine Europäische Union zu schaffen, die zusammenhält, damit sie ihre Potenziale entfalten kann, damit sie Chancen auf diesem Kontinent schafft. Chancen für Zukunft, Chancen für persönliche Erfolge, Chancen, die Menschen wieder in ihrem Herzen und nicht nur in ihrem Kopf zu erreichen. Mit Ihrer, mit eurer Unterstützung und mit eurer Stimme heute. Herzlichen Dank.